Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Gary's Mod mit mir, dem Grantelbart und dem Tudu. Hallo Leute. Hallo lieber Tudu, wie geht es dir? Wir spielen hier wieder Gary's Mod Sandbox. Mir geht's verheerend gut und dir? Das ist das, was alle Leute interessiert. Mich auch, mich geht's auch gut. Mich geht's gut, ja. Okay, die Älteren oder fast Älteren unter euch oder die sich mit Emulatoren auskennen, kennen diese Map. Die ist von legale Emulatoren. Super Mario Kart 64 auf dem Nintendo 64 und das ist die Battle Map. Und die habe ich ausgewählt, weil wir haben jetzt eine Battle 4. Grantelbart, du erinnerst dich? Ja, ein bisschen. Also, eine Battle auf jeden Fall, irgendwie mit Mario Kart, ne? Genau, aber das dazu, schau mal her. Ich habe nämlich schon rumprobiert. So, das ist ein Truster, schieß mal drauf. Ja. Er sollte eigentlich explodieren. Ja, das funktioniert ja hervorragend. Ja, und jetzt schau dir den Truster an, warte. Wo ist es denn hin? Hier. Lassen wir mal Standard. So, und jetzt schieß nochmal drauf. Ah! Das ist geil, oder? Das funktioniert geil. Und das kannst du halt mit allem machen. Hier diese Pfanne zum Beispiel. Echt? Schieß mal drauf. Lol. Man kann explodierende Dinge spawnen. Genau. Ich kann jetzt zum Beispiel hier so ein Pikachu hinsetzen und das dann in die Luft jagen lassen. Hier, Anton. Okay, Vorsicht. Mein Esser. Feuer frei. Oh mein Gott. Boah, Furzkanone, Anton. Glurak, mach Explosion, auch wenn du die Attacke nicht beherrschst. Und ich dir über ein Cheat-Modul. Oh mein Gott. Wie größer etwas ist, desto heftiger ist die Explosion, glaube ich. Also die Größe ist entscheidend, liebe Freunde. Merkt euch das. Dann machen wir hier das kleine Voltoball. Moment. Gib ihm. Oh mein Gott. Was passiert eigentlich, wenn ich dann in der Mitte runterfalle? Ja, bist, glaube ich, tot. Okay. Ah! Oh. Man schiebt ja einfach instant und ja, bestimmt dasselbe. Tatsache. Unfassbar. Was bin ich denn noch, Harry Potter? Oder ja, so? Du bist dieser fette Dumbledore. Nee, irgend so ein Harry Potter-Fettsack. Harry Potter-Fettsack. Ich kenne doch die Namen nicht. Okay, komm. Zweieinhalb Minuten. Ich bin Hagrid. Du bist Vollidiot. 2,5 Minuten haben wir jetzt schon versammelt. Ja. Ich würde sagen, folgendes. Wenn wir die Truster in die Luft jagen. Was ist das denn für eine hässliche Figur? Das ist dumm. Du hörst mir eh wieder nicht zu, ne? Doch. Weil, wenn, dann kann man nicht mehr nach links lenken oder so, das ist doof. Ja, das stimmt. Ich fände, vielleicht wir sollten das mal, haben wir ja vorher noch nicht drüber gesprochen, zum Glück. Nee, haben wir nicht drüber gemacht. Drüber gesprochen. Erstmal probieren. Mit, wie du genau drauf gelandet bist, mit Luftballons. Und wenn die zu arg rumbouncen, dann machen wir so explosive irgendwas noch dran, 3 Stück. Und wenn die kaputt sind, ist vorbei. Oh, verdammt. So ein Baby, so ein fettes. Gib mir McDonald's! Also, du musst ja bedenken. Oh mein ich bin Gott. Außerhalb der Map. Was für ein Smash, Alter. Super Smash Brothers. Melee. Oh, du bist. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Irgendeine hässliche Figur, die ich witzig fand und deswegen ausgewählt habe. Okay. Er grinst. Was bin ich für eins? Weißt du nicht. Du grinst auf jeden Fall. Du siehst ein bisschen aus wie Shaun of the Dead. Ja, da bin ich auch. Echt? Ja. Lol, Tatsache. Du hast Geld in der Hand. Wirklich? Du hast Geldscheine neben ja, der Waffe. Ja, YouTube-Money. Okay, komm. Also, Fahrzeug, ne? Ja. A la Mario Kart. Ne, weißt du Bescheid? Ja. Das ist unsere Größe, das ist unser Kaliber, das da. Schaust dir ganz genau 21 an. 21 Freed, ich möchte nicht mit dir befreundet sein. Schaust dir ganz genau an. Das ist da. Unsere Größe? Ja. Dann darf ich das mal duplizieren? Ja. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Duplikier. Duplikier. Duplizier es. Warte. Los, du kriegst das. Ja, ich hab's. Okay. Da liegt es. Weg ist es. Ah, da ist es wieder. Oh mein Gott. Und zwar sehr oft. Mach's weg. Oh, mein Zettel. Gott, wart müde. Okay. So, okay. Warte mal. Das Ding ist ja mit den Luftballons. Die bouncen ja so hin und her. Ja, deswegen ne? testen wir ja.
Okay, also an sich könnte man, als Alternative könnte man auch mal machen, wenn man normale Truster zum Lenken hat und dann einfach so nutzlose Truster. Ja, dann müssen das ja keine Truster sein, da kannst du irgendwas anderes machen. Stimmt. Aber mit den Trustern würde ich fair sein, dass wir zum Beispiel jeder einen gleichen Beschleunigungstruster und zwei gleiche Lenktruster haben. Also von der Stärke gleich? Genau. Und die Waffe müssen wir auch angleichen. Waffe? Willst du die Luftballons kaputt machen? Ja, so Turin, ne? Genau, aber halt nicht einfach, dass da spraymäßig 5000 Schuss in der Sekunde rauskommen, sondern wirklich wir irgendwie die Anzahl, Einzelfeuer. Genau. Die Anzahl muss abgestimmt genau. sein. Okay, gute Idee. So, dann wird und, das jetzt und aber auch die Streuung der Kugeln ein bisschen. Nicht, dass die immer kerzengerade geht, weil das wäre dann, glaube ich, zu easy. Okay. Aber sag mal. Fertig. Aber sag mal. Ja. Also, wir machen dann hier so quasi. Wir rennen dann wie so ein Hund im Kreis herum. Ja, und versuchen uns gegenseitig abzuknödeln. Lieber Latsumi 124, ich will auch nicht mit dir befreundet sein. Ich bin der Grandelbart, ich bin immer in Steam Online. Ja. Sollte ich wirklich mal lassen. Aber recht finster hier die Map. Ja, irgendwie dunkel. Warte mal, ich versuche mal ein Mega-Licht an die Decke zu knallen. Mega? Mega. Was ist? Du bist ein Arschgesicht. Das sagt er für die Endbombe, ey. Ja. Ich habe deine Billigstoppuhr gehört. Ich habe keine Stoppuhr. Oh, da war das meine. Ich habe mir eine Digitaluhr gekauft aus eBay Hongkong und die piepst zu jeder vollen Stunde die Hurenuhr. Drum ist sie nur in der Schublade. Und jetzt piepst die immer zu jeder vollen Stunde. Aus Hongkong? Ja, eBay Hongkong. Hongkong, Pui. Wir verkaufen Uhren. Kaufen Sie Uhren für 2 Euro. 2,50 Euro. Garantiert nur ein bisschen giftig. Kommen Sie bitte. Ungarn. Das war Tschechien. Ich wollte das nicht machen. Ist das ein angemessenes Rad? Ich glaube nicht, oder? Es ist wieder weg. Ja, warte, hier, das? Ach ja, doch. Absolut nicht. Doch, aber vielleicht schon. Vielleicht ist es ganz cool. Probier es einfach mal. Brightness, Radius. Bringt das was, wenn ich dir in die Decke mache? Oh, die fallen runter. Was sagst du? Ist das vom Handling her eine Mario Kart? Schau mal nach oben. Bam, 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 bam. Ja, das sah cool aus. Aber das bringt auch nicht wirklich Helligkeit, ne? Ja, doch, ein bisschen. Nicht wirklich. Ja, doch, eine einzige. Da bringt meine Lampe mehr. Hä? The fuck? Hm. Vielleicht also das sind keine angemessenen Räder für ein Mario Kart. Man muss schon was Gebührendes bauen. Wir sind hier schließlich hier bei der Arbeit und bei Mario Kart. So. So, und Achtung, dann? Jetzt bringt das mehr auch nicht. Was zur fucking Hölle? Was zur fucking Hölle? Zitat, Tudu, Ende. Enderman. Pipi-Man. Bibi Langstrumpf. Bibi? Bibi? Benis Langstrumpf? Oh mein Gott! What the fuck ist das denn? Warum zuckelt es so hin und her? Guck dir das mal an. Das ist das hell, zuckelt. Oder? Das ist gut. Ja, das ist extrem hell, das, Mann. Alles weiß. Ja, guck mal, warum ruckelt es so hin und her? Siehst du das? Da ist irgendwas an dem Rad nicht rund, oder? Ja, dachte ich Rad auch. Ist nicht zentriert. Hab's ja alle. Alter, ist das hell. Also das in die Richtung, das in die Richtung. Und das in die Richtung. Ich mach jetzt mal die grantelbärtige Verwirrungsscheiße. Ah! Oh no! Scheiße! Alter, ist das mies. Hier ist es, hier. Nee, das zuckelt immer noch herum. Also, die Räder funktionieren nicht. Beschiss hier. Bescheid. Man braucht ja echt einige Experimente. Experimente. Oh, das ist gut, oder? Experimento se grande cupone. Hallo, das Licht ist gut, ne? Ja, doch. Oh, ein UFO! Es kommt auf uns zu! Die Kralle! Genau. Alter, das Licht ist cool. Vor allem mit dem Schatten, den er in mein Fahrzeug jetzt wirft. Das ist ein cooles Mario. Das ist viel zu langsam, Alter. Hast du schon... Oh mein Gott, jetzt habe ich das Licht weggemacht. Warum ist das so langsam? Hast du schon Truster dran? Nein. Wieso soll es dann schnell sein? Weil es ein Auto ist. Ja, aber wie soll es beschleunigen? Auto-mäßig?
nicht die Wheels ansteuern, nur Truster. Bei Wheels less than none. None. Was? Nur mit Trustern arbeiten? Ja, sonst hast du ja unendlich viel mehr Beschleunigung als ich. Ja, aber das ist doch nicht wichtig. Ja, das ist unfair. Warum ist das unfair? Das du kannst den Autos schnell machen. Ja, weil ich mir einfach 10.000 da Truster dran, oder was? Wo ist denn die Fairness? Mario Kart sind alle gleich. Ja. Ja gut, dann okay. Dann ganz schwach die Räder und... Also, ja, guck was mal, heißt ist das schnell schwach? Für dich? Ja, ist das schnell für dich da mein... Absolut, das Räder? Das ist das... Durchbricht ja bei jedem Losroller die Schallmauer. Korrekte so. Mann. Ups. Okay. Hm. Aber so ein Mario Kart muss ja cool aussehen. Ja. Was soll das? Das war nur ein Test. Ja. Also, so Wheels. Fange ich mal. Geh deine Mutter abholen von deinem Stiefvater. Was? Denn der ist böse. Der wird zum Zombie. Okay. Alles klar. Und er sagt, Sean. Und ich sag, lass los. Sean. Sean. Ich immer wieder ein Vater. Geh mal weg hier, du hässliche Grinsebacke. Sean. Verpiss dich. Sean. Deine Mutter ist Sean. Sean. Was, Sean? Sean. Ich hab dich immer wie einen Sohn aufgezogen. Was ist jetzt meine Plattform, wenn du Bastard? Die hab ich runtergeschmissen. Jetzt schmeiß. So, das hast du davon, du hässliche, fischähnliche du Missgeburt. Du Bastard. So. Du Bastard. Was ist das? Warum backt das? Was macht mein Fahrzeug schon wieder? Steuerst du das? Ja, mit Seifenblasen, genau. Nein, aber guck mal. Passt doch. Da, was ist das? Passt doch, passt zu dir. Was soll die Scheiße? Was ist das für eine Kacke? Nein! Nein! Da könnte man fast meinen, da hat jemand am Gewicht rumgespielt irgendwie. Ja, ich hab's noch wieder. Oh, was ist das? Was ist das? Wieso greife ich Leute an? Wo sind die Räder? Wo sind die restlichen Räder? Hast du mich nicht gehört? Hallo? Ja, aber wo sind die restlichen Räder? Ja, die sind so schwer, die liegen nach unten. Verdammter Bastard! Die haben mir die Scheiße nicht gedupt, Mann! Wow, das ist nur eine Plattform mit Rädern. Nein! Ich war schon viel weiter als du! Und ich wollte diesen Vorteil ausnutzen. Ja, jetzt mach mal was draus und geh weg. Hallo! Kannst du das wieder rückgängig machen? Nein, du musst das Gewicht rückgängig machen. Ich muss es rückgängig machen? Ja. Weil ich habe keine Kontrolle hier über deine Scheiße. Hallo! Nimm das ja einfach und werft es runter. Oh, das Rad. Das greift die Menschen an. So, das ist der Rest von deinem Fahrzeug. Das packt da unten rum, ich seh's. Fröhliches Bauen. Wo ist es? Boah, das sind noch geile Räder. Ach Mann. Okay, gehen wir mal Duplicator. Warum macht ihr doch einfach die Plattform hier? Ja, ich hab sie ja, die Größe ja nicht. So, du hast nie meine Größe. Aha. Ich bin größer als du, mein Freund. Ja, ein wahrer Mann braucht's nur hier und hier, ne? Hast du jetzt gesehen. Na gut, dann lass uns nochmal neu anfangen. Dank Tudu. Wieso, dank mir? Mach mal da dein hüpfendes Rad weg. Das bleibt da. Sonst noch irgendwen. Wo ist es hin? Ich hab's despawned. Achso. Ey! Oh mein Gott! Jetzt schmeißt er die einfach runter. Komm, Alter, wir müssen jetzt mal. Ja, in mich. Super, danke. Echt. Bitte. Haariger Scheißbastard. Ah! Da fliegt er weg, die Muschi. Ah! So. Oh! Fucking shit. So, jetzt hör mal auf hier, wir müssen bauen, ja, Junge. Hören Sie auf. Welche war jetzt meine? Das drück mal du Z, bitte. Okay, dann war das mal meine. Ja, okay. So, Freunde, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Wenn wir dann wirklich versuchen... Der was war gut. Das? Ich weiß es nicht.
So, ich bin irgendwo ausgerutscht. Du bist ausgerutscht, liegst einfach runter. Eine Bananenschale. Okay, ja. Sorry für die unproduktive Folge. Ich hoffe, es war trotzdem lustig. Ach, wir haben mal mit Ideen gespielt. Deine Mutter. Schon. Tschüss.